Ja, damit herzlich willkommen zurück zum Mass-Effekt. Die Sitzung ist vorbei und ich würde sagen, wir schauen uns mal im Schiff um, schauen uns mal das Tagebuch an, ob wir neue Nachrichten gekriegt haben. Und dann will ich endlich mal an der Beziehung weiterbauen für Garrus. Und ich war dazu schon bei Garrus und, bitte entschuldigt, und er sagt halt immer noch das Gleiche. Und im Netz sagt er, sagen sie halt, man muss halt mehr mit ihm machen und ich werde ihn bei den nächsten Missionen mitnehmen. Ich hoffe, das hat dann Effekt, weil bis jetzt... Ja, null Progress. Also ich würde sagen, gehen wir mal rein. Und der wacht da auch wieder auf. Ab zur Brücke. Die ist wo nochmal? Da, glaube ich. Jo. Meinst du? Der Tank, den Sie von Corlos mitgebracht haben, weist im Inneren stabile kroganische Lebenszeichen auf. Er befindet sich im Frachtraum, falls Sie sich das näher ansehen möchten. Soll man das vielleicht zuerst machen? Ja, warum nicht? Schauen wir uns doch das mal an. Im Frachtraum. Das heißt... Ah ja, da. Maschinendeck. Auswählen. Ab nach unten. Genau. Cargo unter das Treppenhaus. Hier drin wird es ja nicht sein, oder? Ne, da ist der Generator. Und dann wird es hier unten irgendwo sein. Guten Tag. Ich suche nur einen Krogana. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Einen dezenten Irrgarten hier drin. Oh, da ist er. Hallo. Aktivieren. Ach, was soll's. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Krogana. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Okay, also ein super Krogana. Soll man jetzt öffnen und eventuell Stress kriegen oder versiegelt lassen? Ich weiß nicht. Das ist wieder eine der Entscheidungen, die ich vermutlich bereuen werde. Ich gehe auf Risiko. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Wir arbeiten nicht für Cerberus, meine Entscheidung. Ich lasse mich auf meinem eigenen Schiff von meinem eigenen Schiff nicht in Frage stellen. Ausführung. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Schreibt's mal gerne mal in die Kommentare rein, was ihr gemacht hättet.
haben, brauche ich einen Namen. Okay, war eine schlechte Entscheidung. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank, O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Warum? Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn sie ihm leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Mein Befehl ist Ihr Grund, das Ende garantiert nicht gut zurück, sonst Sie schulden mir was. Kommen Sie, wir finden einen. Keine Gefühle für Oaken. Ah, das sind alles doofe Antworten. Und by the way, er hat eine ziemlich geile Stimme. Also die tiefe Stimme, was er hat, ja, sexy. Was mache ich denn da jetzt? Kommen Sie, wir finden einen. Andererseits könnte man das auch ein bisschen Respekt einbringen, aber ich glaube nicht, dass er drauf hören wird. Wenn es jetzt super komplett fatal ist, werde ich noch meinen Safe laden. Aber ich mache das jetzt mal. Mein Befehl ist Ihr Grund. Ich habe Sie rausgeholt und freigelassen. Folgen Sie meinen Befehlen, dann gebe ich Ihnen einen Lebensinhalt. Nichts in den Schulungen im Tanker darauf hingewiesen, dass Menschen so konsequent sein können. Sie scheinen Ihr Kommando tatsächlich verdient zu haben. Meine Feinde bedrohen Galaxien. Jeder auf meinem Schiff hat sich seinen Platz verdient. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Es war die richtige Entscheidung. Boah, das war knapp. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ihm das eventuell gefallen könnte. Ja, können wir jetzt mit ihm noch weiterreden? Oder war es das jetzt, dass er da draußen ist? Shepard? Ich will über Sie reden, ja? Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Das alles ist vorerst alles. Shepard? Was war denn das für eine Frage? Er ist literally gerade erst ein paar Minuten draußen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Und ich bin mal gespannt, ob da irgendjemand was dazu sagt. Ui. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Neues Barbie-Mess? Alles klar. Schauen wir mal nach. Eingehende Nachricht von Admiral Stephen Hackett, Allianz Hauptquartier. Oh. Commander Shepard, ich muss mit Ihnen eine heikle Angelegenheit unter vier Augen besprechen. Ich gehe in meinem Quartier ran. Es ist ja alles heikle, was wir machen. Aber was ist es jetzt diesmal? Ich wollte eigentlich selber entscheiden, was ich jetzt mache. Oh, und wir müssen nochmal zur Citadel die Modelle kaufen. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache es kurz. Wir haben eine Undercover-Agentin im batarianischen Sektor. Sie heißt Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson hat vor kurzem gemeldet, sie sei auf einen Beweis für eine bevorstehende Reaper-Invasion gestoßen. Warum rufen Sie denn mich an? Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Batarianer sie verhaftet haben. Sie wird in einem geheimen Gefängnisaußenposten wegen Terrorismus festgehalten.
müssen in das Gefängnis eindringen und sie rausholen. Und tun Sie mir den Gefallen und erledigen Sie das alleine. Können Sie das nicht selber machen? Ja, die Terrorismusanklage wird mich jetzt interessieren. Was macht Dr. Canson eigentlich da draußen? Sie ist eine Undercover-Agentin, Shepard. Wir haben so wenig Kontakt wie möglich. Angeblich ist sie einem Gerücht nachgegangen, dass sich in dem System ein Reaper-Artefakt befindet. Laut ihrem letzten Bericht hat sie es gefunden. Und das hat jetzt was mit Terrorismus zu tun? Aber ja, erstmal, sobald ich Zeit habe. Ich bin auf einer wichtigen Mission, Admiral. Ich schreib's auf die Liste. Das Gefängnis ist unterirdisch in einem batterianischen Außenposten auf Aratot. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Sobald sie in Sicherheit ist, überprüfen sie ihre Entdeckung. Besprechung nach ihrer Rückkehr. Verstanden. Hackett, Ende. Gut, dann hätten wir das. Okay. Ich wollte jetzt unten noch meine Spam-E-Mails angucken. Vielleicht habe ich ja per Zufall irgendwie 6 Millionen gewonnen. Solche E-Mails kriege ich regelmäßig. Miranda möchte Sie sehen, Commander. Miranda, oh Mann. Okay, ungelesene Nachrichten. Verschüttete Transmission. Shepard, wissen Sie, haben Sie Okakorna aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben die Operation freie Hand. Wenn es Sie sind, dass ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen diese Schlacht, die Waffe, die wir kriegen können. Soll ich dieser Grant als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektron-Technologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben Freihand. Alles klar. Eine Fliege im Brei. Von Lorik. Commander Shepard. Ich habe ja immer jede Menge Bälle in der Luft, wie sie Menschen zu sagen pflegen. Dadurch habe ich erfahren, dass es sie immer noch gibt und dass sie an etwas Geheimen arbeiten. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ihre Tätigkeit sie diesmal nicht nach Noveria führt. Aber falls sie doch unbedingt zurückkommen und Sand aufwirbeln müssen, geben sie mir Bescheid. Dann lege ich um der alten Zeiten willen einen grünen Teppich für sie aus. Soll mir immer ein Vergnügen. Okay. Der Administrator. Können Sie helfen? Von Robin. Ein hiesiger Allianz-Soldat hat mir diese Kontaktadresse gegeben. Hoffentlich erreicht sie meine Nachricht. Sie sagten, sie wird versuchen, die Kollektoren aufzuhalten. Sie haben meinen Sohn und meinen Bruder mitgenommen. Haben sie gefunden? Wissen Sie, wo sie sind? Ich weiß, sie sind auf der Suche nach so vielen Menschen. Naja, okay, das überspringe ich jetzt mal. Also ein Hilferuf. Okay. Und Shadowbroker Intel. Wir müssen, dass ihr alter Freund Liara Zone in der Shadowbroker mit mehreren Jahren jagt. Und da diese mit den Kollektoren zusammengearbeitet hat, würden wir dabei gerne helfen. Wir haben kürzlich einige Informationen erhalten, die Liara vielleicht einen Hinweis darauf geben, wo sich die Operationsbasis der Shadowbrokers befindet. Aber leider traut sie die Informationen von Cerberus nicht. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie auf Ilion besuchen und Ihre Informationen als Geste des guten Willens überreichen würden. Das klingt fishy. Das wäre vermutlich eine Falle. Okay, gehen wir mal ins Tagebuch. Holy shit, da haben wir einen Haufen Hauptmissionen. Aufträge ankauft, Admiral Hackett, das war das. N7 Gaff-Aktivität. Ich würde das mit dem Feuergänger jetzt endlich mal machen. Das haben wir schon so lang. Wir machen das jetzt das mit dem Vulkan. Das habe ich letztes Mal, meinte ich schon gesagt. Also Projekt Fänger Vulkanstation. Okay. Ab zur Galaxiekarte. Und hier einmal raus. Ab ins Massenportal. Projekt. Artefaktsammlung, Forschungsdaten beschaffen, Feuergänger Gaff-Überfall. Welches war das jetzt? Ich würde sagen, wir haben dreimal Feuergänger Gaff-Überfall. Tali rekrutieren. Tali rekrutieren! Oh mein Gott, ja bitte! Ich will Tali wieder haben. Okay. Nochmal eine Planänderung. Tut mir leid. Oh mein Gott, Tali. Anfliegen. Landen. Ah, jetzt habe ich den Text nicht drin lassen. Tut mir leid. Wir nehmen mal E-Mail mit. Das ist bestimmt kein Fehler. Und Garrus. Damit wir E-Mail einfach ein bisschen mehr gemacht haben. Ja, automatisch.
Das ist das mal alles so. Ah, na, Moment mal, ich hätte gern die Super-Mega-Waffe. Ah, da ist eh schon der Partikelstrahler drin. Wunderbar. Los geht's. Oh. Ist ein bisschen warm hier. Shepard, unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Haystrom enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Okay, also... Sonnenschutzfaktor 6000 wäre gut. Könnte jetzt noch challengen werden. Ich habe ernsthafte Probleme mit meinen Schilden. Also, kämpfen wir uns aus dem Schatten heraus, aber ohne uns zu verstecken. Ich hoffe, so wie das davon aussieht, werden wir da Stress kriegen. Ist auch immer so, wenn es einen großen Platz hat. Das haben wir vor. Okay, mehr hat sie jetzt. Ah, doch, Troststeuerung. Notfall-Log-Eintrag. Die Geth sind hier. Ich bin geblieben, um den anderen Zoll zu verschaffen. Falls das jemand hört, finden Sie Tali Sora. Sie und die Daten sind alles, was zählt. Ah ja, 100 Tote. Oh nein. Feinde vor uns. Okay, wir machen das anders. Wir nehmen mal das hier. Okay, geht doch. Brauch nur die richtigen Waffen. Ja, da oben können wir nicht raufgehen. Da hat's Sonne. Oh, wow. Muss ich weg? Mal noch mehr. Ah, was? Es war doch Schatten hier. Ich höre sie auf jeden Fall. Na, wo denn? Okay. Ach, da vorne. Ich frage mich jetzt gerade, ob die auch einen Schaden kriegen, wenn die da in der Sonne drin sind. Da hat es auf jeden Fall Munition. Damit lässt sich was anfangen. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. Keine so gute Idee. KI-Hacken hebt. Hetzerische Feinde auf ihre eigenen Verbündeten. Naja. Ich mach euch trotzdem erstmal kaputt. Ja, ich weiß. Blöde Sonne. Wir nehmen jetzt aber erstmal die Waffe hier. Okay, waren das jetzt? Ja, ich gehe ja schon. Da ist was Grünes. Ich gehe mal kurz dahin. Oh, Iridium. Immer nice. Ich hoffe, das ist der richtige. Moin! Einer
entsorgen müssen. Okay, hier geht's. Okay, auf was habt ihr gerade geschossen? Tempest, wir halten die vollen Gruppen, wir können diese Waffe jetzt benutzen. MPM9. Ah, was ist das? Maschinenpistole, Tempest. Ich bin hier, um zu helfen. Hier spricht Commander Shepard von der Normandy. Können wir irgendwie helfen? Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Sonarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Der Korgana hat schon irgendwie ein cooles Gesicht. Jetzt, wo er ganz so dasteht. Wie ist der Status? Wie ist die Lage bei Ihnen? Wir können in Kürze da sein. Gehen Sie es langsam und vorsichtig an. Direktes Sonnenlicht grillt Ihre Schilde. Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Machte Tali in ein Versteck. Ändert zurück und halte das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn Sie sie rausholen, halten wir den Feind von Ihnen fern. Können Sie bestätigen, dass die Geth Tali noch nicht erreicht haben? Bestätige. Habe meine Männer bei ihr gelassen. Wenn Sie hier sind, können Sie über Comedy sprechen. Jeder Marine auf diesem Felsen hat geschworen, Tali zu beschützen. Solange noch einer von uns atmet, ist sie in Sicherheit. Was genau hat jetzt Tali, dass so wertvoll halten, ist? Wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungsschiff im Anflug. Man natürlich nicht so einfach kriegen werden. Oder? Shepard, ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die Herr Varian unsichtbar erwähnt hat. Legen Sie doch. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen. Ah, fuck. Um den Schutz zu entfernen. Wow, die Waffe geht ja mal voll ab. Gefällt mir. Okay, was haben wir hier alles? Sonne. Aber keine gute Sonne. Jetzt haben wir aber gar keine Marke oder so, ne? Okay, ich würde gern mal wieder auf Scharfschütze wechseln. Meine! So muss es sein. Betäubungsschuss bereit. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Das glaube ich nicht. Da ist zum Beispiel noch einer. Ich werde mal kurz unsichtbar. Und dann nehmen wir mal die hier. Einer mit, ja. Also die schießt echt schnell, aber zieht brutal. Also auf Distanz ist das Ding gar nichts. Okay, haben wir hier Sprengstoffsachen. Tagebuch. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Ja, ist halt weniger subtil, ne? Aber gut, das war's beim Minenlaser auch nicht. Aber hat spaßig ausgeschaut. Machen wir noch mehr Geth hier. Oh, ja, da. Oh shit, wir haben Big Daddy da. Wir wurden entdeckt.
Scheiße, was machen wir denn da jetzt? Okay. Die ich beim Arno wegkriegen. So viele. Aber noch mehr? Ja, natürlich. Runter. Naja, ich bin jetzt gerade hier nicht. Wieder keine Munition mehr. Wir gehen mal auf die hier. Was haben wir hier oben? Oh, wir haben noch ein Tagebuch. Das möchte ich hören. Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Die Jahrhunderte waren stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Okay. Also hier ist was Außernatürliches am Passieren. Iridium, immer gut. Oh, da geht's rein. Da schauen wir natürlich zuerst rein. Vielleicht gibt's ein paar gute Goodies. Oder auch nicht. Geht's? Nicht schlecht. Oh, vielleicht hätten wir hier so ein Bohr. Hat uns das jetzt was gebracht? Nee, ne. Hier haben wir gar nichts. Okay, kann ich hier drüber jumpen? Lässt du mich das machen? Nein, natürlich nicht. Manchmal wäre es so schön, wenn man in dem Spiel springen könnte. Also, so wie ich das halt gern hätte. Guten Tag, jemand daheim? Nö. Okay. Energiezellen und Sprengladung. Ich wette, so wie wir das anbringen, wird hier wieder ein Schiff kommen und dann wird wieder eingeheizt. Oder sie kommen einfach so. Schau nur mal her, bitte. Der Beschuss ist zu stark. Wenn wir nach links gehen, verlieren wir ihre Flanke. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Gut, gibt's noch mehr? Ja. Gara, mach doch mal ein bisschen mehr. Du bist doch unbedingt kämpfen. Spielt man immer hier alles alleine. So, einmal sprengen bitte. Jagen Sie es in die Luft, aber wir sollten uns vorher graben. Vielleicht. Dafür hat es zwei Sprengungen gebraucht? Also da war ich auch so drüber kommen, ne? Shepard. Ganz kurz gucken. Oder hier durchquetschen. Aber ja. Das Spiel. Du bleibst nicht im Leben. Holy smokes. Quarianische Architektur. Diese zwei Worte hört man heutzutage selten zusammen. Was interessiert uns das? Wer beschließt, hierher zu kommen, ist auf sich gestellt. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein.
So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Ich wünschte, meine Freunde könnten das sehen. Ich wünschte, Shepard wäre hier. Mich würde es eh mal interessieren, wie ihr ohne Kopfbedeckung ausschaut. Komm, Basislager. Das sieht interessant aus. Okay, Waffenspind, nö. Alter Wandsafe. Ein paar extra Credits, warum eigentlich nicht? Galisola an Basislager. Komm, Basislager. Ja, gleich. Moin, Stress hier. Mein Sinn. Hallo? Ist da jemand? Tali, hier spricht Shepard. Shepard? Ich will mich ja nicht beschweren, aber Sie tauchen wirklich zu den seltsamsten Zeiten auf. Was haben Sie hier mitten im Gebiet der Geth zu suchen? Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Na, jetzt nicht mehr. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Ja, ich werde es mal versuchen, aber versprechen kann es nicht. Nehmen wir die Station. Ich gehe mal strategisch auf dich. Sie haben uns gesehen. Die Drohnen können sich verstecken. Noch ein! Noch ein! Einer weniger! Ja! Noch ein! Okay, wir machen jetzt mal Big Daddy Action. Holy shit, der hat fast mein ganzes Magazin aufgebraucht. Okay, wir gehen mal die andere Seite, da hat es ein bisschen zu viel Sonne. Auch wenn die Sonne an sich geil ist, mal seit mehreren Tagen. Schönes Wetter in Zürich. So muss es sein. Oh, danke. Das geht natürlich auf. Na, ich will jetzt nicht wegen der Drohne drauf gehen. Okay, ich bleib mal hier auf der Seite. Ach, ein Kommandant ist es. Autsch. Ich hätte gern mal das und das und das. Getan. Okay, und dann waren das zwei die ganze Zeit. Hast du was für schwere Waffen? Nee, ne? Okay, der Weg ist doof. Der ist nicht viel besser. Okay. Einmal rüber. Jetzt können wir uns mal ganz kurz umgucken. Wobei wahnsinnig viel sieht man nicht. Außer die ganzen Flares hier.
Und Dach. Noch ein One-Save. Machen wir das mal so. Läuft. Möchte ich das aufmachen? Ja, möchte ich anscheinend. Nein, möchte ich nicht. Oh nein. Deshalb folge ich ihm, Shepard. Große Gegner. Bin ich jetzt super uncool. Fuck. Feinde! Naja, was du dich sagst. Hier rüber. Hallo! Entdeckung! Topführer Call Rieger von den Marines der Migrantenflotte! Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt! Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin. Da drüben. Die Geth haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Wie viele Geths sind da draußen? Die Geths haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Ja, wie ist der Plan, wenn er sich selber heilt? Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können sie ihm da den Rest geben. Ja, warum eigentlich nicht, wenn das hilft? Aber ich wette, er wird draufgehen. Viel Glück, Rieger. Machen wir ein paar Geth platt. Killer Silai. Grüßen Sie Tali von mir. Zeit zu kämpfen. Einer weniger. Okay, wir müssen hier weg, irgendwie. Au, fuck, das hat getroffen. Wir müssen hier weg. Ah, fuck, jedes Mal. Bitte immer so. Okay, jetzt bin ich wenigstens mal hier oben. Hilft mich hier nicht. Sehr gut. Das Gefühl ist, werden halt immer mehr werden, ne? Also ich brauche Schilde.
Gott, Munition wäre jetzt auch ein Problem. Okay, nice. Gut, was ist der Rest? Sind sie alle noch da? Okay. Kommt sie mal wieder zu mir? Verstanden. Na komm, schieß. Ich werfe sie um. Ah, scheiße, was machen wir denn gegen den Big Daddy hier? So muss es sein. Na komm, schieß. Bitte einmal helfen. Okay, weiter geht's zum Koloss. Na komm. Sieht's aus mit. Wir werden jetzt mal auf. Ah, Big Daddy hat fast keine Munition mehr. Habe die Schiene verloren. Einer weniger! Na komm, schieß! Endlich! Okay, ab nach unten. Hat es unser Freund auch geschafft? Oder nicht? Ich werfe sie um. Aber wir haben ja auf alle Fälle noch Feinde. Hey, Kollege da hinten, komm mal vorbei. Sekunde, ich habe die Tür verschlossen, damit nicht noch mehr Gift reinkommen. So, das müsste es gewesen sein. Macht Sinn. Okay, ich glaube, er ist tatsächlich gestorben. Obwohl er da hinten eine sehr gute Position hatte. Oder er kommt jetzt überraschend in der Cutscene mit rein. Ich muss nur schnell diesen Download beenden. Wow, du bist ja richtig eingekesselt gewesen. Du konntest ja gar nicht mehr raus. Hi, Tali. Danke, Shepard. Ohne sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Riga hat sich geopfert, damit ich es bis zu ihnen schaffen konnte. Verdammt. Das hatte ich befürchtet. Er hat sein Leben für mich gegeben. Für die Mission. Ein ganzes Team von Wissenschaftlern und Marines. Und nur ich bin noch übrig. Hoffentlich hält der Rat die Daten für wertvoll. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Informationen hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass sie wissen, was das Beste ist. Ja, ich würde sehr gerne wissen, was für Informationen es sind und was ist Ihre Meinung dazu? Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde.
Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Ja, sie schuldet mir nicht wirklich was. Können Sie mitbekommen? Ja, bitte. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich sie auf der Normandie brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Kommen Sie, verschwinden wir von hier. Diese Musik, einfach mal ein bisschen leiser. Das wäre so schön, jedes Mal. Okay, dann schauen wir uns mal das Briefing an. Gehen wir davon aus, so gibt's wieder eins. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil. Ich kenne Sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Gut genug für mich, ja. Mehr verlange ich auch nicht, Tali. Ich bin auf dem Maschinendeck, wenn Sie mich brauchen. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen. Der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Ich habe mich schon gefragt, wann das kommt mit Cerberus und dass sie nicht glücklich ist. Aber das fand ich jetzt gerade ein bisschen arg kurz. Und hätte sie nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr Fragen mit Shepard wieder da und so? Naja, das soll es gewesen sein mit dieser Episode. Mal schauen, was uns in der nächsten wieder erwartet. Also, bis dahin. Euer Bravura. Tschüss.